Ach, Hallöchen, willkommen zurück in unserer Albtraumhöhle hier in Green Hell. Ist es nicht herrlich? Ja, es ist nicht herrlich. Ich habe jetzt hier in der Höhle, ihr seht, es ist stockdunkel, darum schlafen wir jetzt auch gleich, in der Höhle ein Lagerfeuer und den Unterstand aufgebaut. Ich habe auch gespeichert einen dritten Spielstand jetzt angelegt. Das heißt Pofen. Ich habe jetzt einen dritten Spielstand eigentlich, weil wir haben den einen, wo wir, bevor wir aufgebrochen sind, noch immer unangetastet. Oh, wir haben einen Wurm, fantastisch. Ich schlafe jetzt trotzdem weiter, auch mit Wurm. Wir haben den einen Spielstand, wo wir noch nicht aufgebrochen sind, unangetastet. Jetzt mache ich erstmal ein Feuer. Und dann kümmern wir uns um den Wurm, dann haben wir nämlich ein bisschen Licht in der Regel. Sollte das so sein, dass das Feuer... Boah, ich sehe nicht mal mehr, wo das Feuer ist. Und dann können wir uns den Wurm daraus operieren. Scheiß Dreck. Das war jetzt unnötig. Ein bisschen trockenes Zeug habe ich mir wieder mitgenommen. So. Anton, er hat uns wieder Geschichten zu erzählen. Wo warst du denn so lange, Anton? Ich habe auf dich gewartet. War so einsam. War ganz traurig. Bin jetzt böse auf Anton, dass er mich so lange hat warten lassen. Mag ich nicht. Anton. Anton sagt auch nichts. Moment. Ich sehe ihn vor allen Dingen. Ah, der guckt immer nach oben. Du sollst nach unten zum Feuer. Das sieht nach Wurm aus. Da sieht's. Sind das zwei? Wir werden es gleich sehen. Schaut weg. Das ist nichts, was man sehen sollte. So, noch ein Ascheverband da drüber. Das muss auch reichen. Wir müssen uns wieder Verbände machen. Und was ist jetzt noch? Ich will es gar nicht wissen. Ja, das ist verbunden. Boah, was ist denn hier los? Ist das abartig? Steuerung, falsche Taste gedrückt. Knochennadel. Und dann machen wir hier halt einen Tabakverband drauf. Wir müssen eine Molinaria finden, ganz dringend. Du willst mich jetzt schon ganz dezent verarschen, oder? Mageres Fleisch, ich weiß auch nicht, woher das kam. Ich fürchte, das ist vom Skorpion. Wir haben noch einen Wurm. Wir sind verwurmt, komplett. Oder was? Ja, ich glaube da. Ach Mann! Leck mich doch! Das habe ich ja auch noch nicht gehabt. Gut, dass wir einen anderen Speicherstand genommen haben. Alter, Finne. Okay, jetzt nochmal. So. Und gut, dass wir ein bisschen früher aufgestanden sind. Es könnte ja ein bisschen was länger dauern hier. Ja, kacke, ey. So. Also alles, was irgendwie zu verbinden geht, haben wir jetzt verbunden. Wehe, da ist sie... Ja, okay. Das ist jetzt weg. Uns ging es schon mal besser, zugegebenermaßen. Also ganz, ganz dringend Molinaria. Jetzt das allererste, bevor wir irgendwas anderes machen. Außer trinken. Den Kochtopf habe ich draußen platziert. Genau. Dann schnappt man den. Da haben wir schon mal einen ganzen Schwung nachgelegt jetzt. Schauen wir eben. Ja, eines von den Fleischstücken können wir auch essen. Das magere Fleisch. Ganz ehrlich. Wobei, warte mal. Nee, lass uns erst. Das hier ist nur noch 11 Stunden haltbar. Wir essen das Ara-Fleisch. Und komm, wir nehmen. Nee, wobei, Orangensaft bringt uns jetzt nichts. Wir haben. Wasser brauchen wir nicht. Wir brauchen Fett und Kohlenhydrate. Es wäre jetzt eigentlich an der Zeit, mal ein bisschen Chips zu essen. Komm, hau rein. Chips zum Frühstück. So. Kokosnuss wäre ideal gewesen auch, aber haben wir jetzt halt nicht. Könnten wir uns aber mal suchen, wenn hier eine Kokosnuss läge, hier zuallererst. Moment. Warte mal. Die machen wir erst, wenn wir Molinaria haben. Die wächst ja direkt an unserer Höhle. Die sollten wir auch nicht wiederfinden. Lass mal schauen, ob wir hier eine Molinaria finden. Wir dürfen uns jetzt nicht verletzen, wir haben nichts mehr. Da haben wir auch noch eine andere Pflanze. Also, wenn wir Verbände haben, können wir uns alles wieder herstellen an Zeug. Okay, das Stück ist immer auch wieder voll, das ist gut. Ich habe schon wieder einen Egel, das ist mir jetzt egal. Eine Verbandspflanze, na komm schon.
Ja, Egel minus 1. Wir haben nur einen Egel, das ist also nichts Schlimmes. Gerade gedacht, ich habe Spuren gehört. Das hat Anton mit uns angerichtet. Anton hat seine Brüder und Schwestern im Übrigen auch mitgebracht. Ach, scheiße, jetzt ist hier noch so eine Tabakpflanze. Sehen wir hier was? Kann ich mich um Egel kümmern? Ja, da. Das war auch der einzige. Okay. Hier ist doch auch irgendwie wieder was total verbuggt. Da liegen, also laut für das Spiel liegen da noch immer die Pfeile, scheint's. So, ich hoffe, hier passt jetzt Tabak hin. Natürlich nicht. Scheißdreck, ey. Okay, wir haben einen Kochtopf, wir brauchen nicht. Wenn ich noch ein Tabakblatt kriege, das jetzt wenigstens noch drauf gesteckt, jawohl, okay. Gut, wir haben den Kochtopf, wir brauchen jetzt nicht unbedingt noch einen Kokosnuss. Komm. Shit. Upsa. Seriously? Ja, seriously. Da ist er kaputt. Nicht so gut. Trinken, sammeln, können wir dann gleich noch am Lagerfeuer vielleicht zusammenwurschteln. Wenn das nicht bis dahin dann schon abgefackelt ist. Ich habe mir die Position... Boah. 1000 Mal Tabak, aber nicht einmal eine Molinaria. Das ist so typisch. Das ist gerade wie in Ark, wenn du einen bestimmten Dino suchst und dann 1000 andere Dinos findest. Ja, wenn du da was zähmen wolltest, hast du immer alles gefunden, nur nicht das, was du zähmen wolltest. Boah, ist das gerade zum Kotzen. Sind wir hier schon wieder zurück an unserer Höhle, nur dass ich immer mal so groben... Nee, das ist ein anderer Platz. Ah, komm. Wahnsinn, was hier alles wächst, was eigentlich saugut ist. Aber uns in diesem Moment hier gerade mal so gar nichts bringt. Ich will nur mal... Ich habe mich so ein bisschen verfranst. Ich will mal den Punkt aufschreiben, wo unsere Höhle liegt, dass wir die immer wieder finden. Die muss jetzt hier irgendwo bald hoffentlich irgendwie kommen. Dachte er. Warte mal, hier wächst die Pflanze. Ja, okay. Hier. Albtraumhöhle kriegt einen eigenen POI. 5230. So. 52. Jetzt schreibt mal Kuli nicht mehr. 5230. Albtraumhöhle. So. Leck mich doch kreuzweise. Also in die Richtung kam nichts. Dann gehen wir jetzt mal in die Richtung runter. Muss doch irgendwo. Die Pflanze habe ich ja vorhin schon gesehen. Haben wir denn noch einen Verband? Wir haben gar keinen Verband. Ja, links. Ja. Ah, Gott sei Dank. Ja, jetzt haben wir nur keine Axt mehr, aber das lässt sich relativ schnell herstellen. Herstellen, machen wir uns mal eine Obsidian-Axt. Ah, ne. Das war nur ein Obsidian, genau. Und dann Stock. Und Seil. Ja. Auf der 1. Die nehmen wir uns auch. Na komm, zu damit. So. Herstellen. Und da dann auch direkt wieder herstellen. Das sieht aus, dieser Rucksack. Das ist echt noch so ein bisschen buggy. Aber ist okay. Noch kann ich damit leben. Hoffe nur, dass das in naher Zukunft dann wieder besser wird. So, Blattverband. Einmal Tabak hergestellt. Also, dass wir tatsächlich, ich sammle die gleich ein, dass wir da tatsächlich 3 Würmer auf einmal bekommen können, das hätte ich auch nicht gedacht. Das ist richtig, richtig fies.
Nee, nicht Knochen, ich will an die Asche. Na, so. Das ist echt richtig fies. Die Frage ist halt, war das jetzt einfach Zufall? War das Pech? Oder hätten wir, oder haben wir halt, ne, wir haben jetzt seit einiger Zeit zum Beispiel von diesen blöden Pilzen nichts mehr gegessen. Ich habe meinen jetzt, jetzt haben wir hier noch immer, wächst jetzt zufällig noch eine. Wir haben jetzt seit einiger Zeit von diesen blöden Pilzen nichts mehr gegessen und ich habe da so ein bisschen Bedenken, dass das vielleicht doch sehr damit zusammenhängt, dass wir daher zu wenig Abwehrkräfte oder Abwehrmechanismen ergriffen haben gegen diese Pilze, gegen diese Parasiten. Alles voll mit diesen anderen Kackpflanzen hier. Das gibt's ja wohl nicht. Sind wir wieder an der gemeinen Falle. Jetzt sind wir wieder an der Basis. Aber das ist nicht schlecht, weil da, genau, da war nämlich eine Molinaria. Ja, das wusste ich noch. Ja. Dann nehmen wir die halt. War das so nah? Ist die Höhle so nah an der Basis? Das ist ja krasser Scheiß. Herstellen. Ich will mir noch so einen Verband machen mit der anderen Pflanze. Mit der, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie sie hieß. Irgendwas mit Tee, meine ich, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall die gegen Ameisen-Gift. Falls man da irgendwo reindabbeln, weil das passiert auch schneller, als dir lieb ist. Dass du in so eine Ameisenpflanze gelandet bist. So, zurück zur Höhle. Dann kommen wir jetzt wegen mir heute nicht mehr so weit zu Fuß voran. Aber da ist sie. Und eine vor der Höhle nochmal. Und dann haben wir da auch wieder alles. So, ja, nehmen wir gerade herstellen. Es gibt immer nur ein Kraut bei der, ne? Okay. Weiter zur Höhle. Da unten ist nochmal Tabak. Ein Schweinchen. Es tut mir leid. Ich hoffe, unser Feuer brennt noch, ansonsten müssen wir nochmal eins machen. Kein Platz mehr. Oh, selbst für Fleisch nicht. Nicht gut. Oh ja, okay. Sehe ich ein. So und so. Und eigentlich war ich ja wegen dir hier. So. Man ist wirklich sehr, sehr viel damit beschäftigt. Sorry dafür, ne, falls das irgendwie langweilig wird oder dergleichen. Aber man muss sich halt hier. Man muss sich halt hier, ich lasse das andere Tabakblatt bewusst liegen, ich will die, will da oben noch so einen anderen Verband machen. Man muss sich hier halt regelmäßig neu ausrüsten und es ist mir einfach zu riskant loszulaufen ohne einen Verband beispielsweise. Das kann nicht gut enden. Ja, das kann nicht gut enden. Nochmal Tabak, ich meine bei unserer Höhle, die ich jetzt wahrscheinlich nie wieder finde, war noch so eine andere Pflanze. Ja, und wir wollen ja auch sicher durchkommen und nicht irgendwie immer wieder zurückporten an unseren alten Spielstand und dann alles nochmal machen müssen. Insofern bin ich schon sehr bedacht darauf, dass wir jetzt nach Möglichkeit wenig Risiko gehen. Ne? Aber das mündet halt darin, dass man sich regelmäßig neu und gut ausstattet. Ne, das will nicht. Moment, müssen wir so rum machen. Herstellen. Letztens war doch Essen auf der 1. Haben sie das geändert? Weil sonst war immer überall auch Herstellen auf 1, deshalb bin ich aus Versehen auf Essen gegangen. So, also, mehr Verbände gehen nicht. Tabakverband haben wir 3, zweimal diesen Funkchen, das war es nicht mit T, mit F, Funkchen. So, und dann schauen wir mal ganz kurz, Feuer, ob das noch brennt. Oder? Okay. Jawohl, dann können wir ein bisschen Stöckchen nachlegen, eventuell, auch das brauchen wir nicht noch mehr. So, Fleisch rein, aber ganz schnell. Und was haben wir hier? 12 Stunden noch, 11 Stunden noch. Dann hauen wir davon ein bisschen was rein. So, und schauen nochmal auf unsere Werte. Wir brauchen nur ein bisschen Proteine und ein bisschen Wasser. Können wir mal einen Schluck trinken? Da haben wir immer noch genug. Und dann hauen wir uns die Proteine rein. So, wow. Geil. Voll. Maximum. Fast Maximum. Ist das perfekt oder ist das perfekt? Also haben uns die ganzen Antons
Überhaupt nichts getan. So, das war jetzt hier unten der Expeditionsspielstand 2. Das hier war, schade, dass man die nicht benennen kann. Das hier war Drogenlager, das hier war Voraufbruch und das hier ist Höhle. Drogenlager, Voraufbruch, Höhle. Gut, das sieht man so ein bisschen an den Tagen. Spätestens dann, wenn man jetzt müsste da unten ja Tag 17 stehen, dann sollte es klar sein, wie hier was zusammenhängt. Jo! Dann. Das decken wir da rüber. Dann müssen wir noch einmal grillen. Hilft nichts. Und dann können wir wieder los. Aber ein bisschen stolz bin ich schon, dass wir jetzt wieder volles Leben haben hier. Muss ich zugeben. Ein bisschen stolz bin ich. Wie viel Haltbarkeit hat eigentlich unsere Axt bekommen? Das ist wenig. Dabei haben wir schon so viele Äxte gebaut. Und der Speer ist auch nicht mehr so gut beieinander. Müssen wir aufpassen, wenn der mal so im Kampf mittendrin dann die Biege macht. Unser Handbohrer beispielsweise auch nicht mehr so gut, aber den kriegen wir schnell gebaut. Aber wenn der mitten im Kampf mal die Biege macht, im wahrsten Sinne des Wortes, der Speer, dann wird's doof. So, und dann schauen wir weiter Richtung Süden nochmal ein bisschen, oder? Wie viel Uhr haben wir? Ja. Dann können wir doch wenigstens noch bis 15, 16 Uhr können wir noch nach Süden laufen, dann entweder wieder zurück. Oder aber wir finden da unten einen Ort und bauen uns schnell so ein Hüttending hin. Das habe ich ruckzuck hingebaut gehabt. Das einzig Doofe war, ich hatte noch, gerade am Ende der letzten Folge, hatte ich mir noch einen Egel geschnappt. Das war schon am Dunkelwerden, der war dann wieder schwer zu sehen. Das ist immer so die Gefahr, wenn man dann so im Halbdunkeln noch versucht, so ein Ding zu bauen und schnappt sich dann einen Egel. Mit einem geht's, aber wenn du dann, was weiß ich, so drei Egel hast dann und dich dann schlafen legen musst, weil du sie nicht siehst, dann ist doof. Dann ist wirklich, wirklich blöd. Ich kann jetzt hier aber auch nichts Sinnvolles machen, solange das da brät. Kann nochmal den Topf rausstellen, aber wir brauchen jetzt auch kein Wasser. Bringt alles nichts. Könnte höchstens eine Fleischsuppe uns kochen. Im Kochtopf. Kann ich den Kochtopf? Warte mal, wenn wir den hier haben, Interesse halber. Geht der da dran zu ziehen? Das geht. Dann könnte ich da auch Wasser reinmachen und dann könnte ich mit dem auch eine größere Suppenportion hoffentlich kochen. Jo, hier haben wir noch rohes Fleisch. Mann, was geht's uns gut hier? Was geht's uns gut? Ich laufe jetzt mal in eine Richtung, in der wir jetzt so noch nicht waren. Das ist jetzt mehr nach Ost, Nordost. Laufe ich mal kurz hin. Das Fleisch, das brät ja eine ganze Weile. Vielleicht findet man da jetzt spontan auch irgendwas. Außer da drüben ist schon wieder Obst. Und das wächst hier ja in Massen. Ich nehme einfach immer mit, wegschmeißen kann man es immer noch. Aber gerade im Dschungel gilt wirklich diese Devise, haben ist besser als brauchen. Da bin ich ganz dankbar für. Dass das Spiel einen hier doch momentan ganz gut zuschmeißt. Haben wir Glück. Gut, okay. Ach, egal. Wir haben Platz. Ja, damit. Immerhin ist das Spiel ja so nett und gibt uns nicht, wie jetzt beispielsweise in Scum, das ja der Fall ist, einen formschönen Durchfall, wenn wir zu viel von irgendwelchen Früchten oder dergleichen essen. Also das wäre natürlich auch schon so ein bisschen realistisch. Egel. Boah, geistige Gesundheit minus 4. Wir haben 4 Egel gerade geangelt. Das meine ich. Wenn du da am Bauen bist und siehst nichts. Obwohl es dann einen schönen Trick gibt, ich weiß noch nicht, ob der so gewollt ist. Ja, man kann da die Egel sich dann auch auf diese Art und Weise anzeigen lassen. Ist dann sicherlich nicht ganz verkehrt. Okay, da vorne, die nehme ich jetzt nicht mehr mit. Mir dünkt, hier ist nur dichter Wald. Wir müssen auch dran denken, wieder zurückzugehen, ehe das Fleisch verbrennt. Machen wir uns zurück. Machen wir uns zurück bergauf. Zum Höhlchen. Da links ist auch. Jetzt sind wir hier am Ende. Mich irritiert gerade, dass da links. Warte mal, wir waren jetzt nach Nordost gelaufen, ne? Das heißt, wir müssen jetzt zurück nach Südwest, ja. Da geht's und hier ist aber zu. Also, wenn ich jetzt nach Süden Exkursion mache, ist ziemlich zu. Da kommen wir nicht weit. Wir scheinen hier in so einem Kessel zu sein, ne? Ringsrum. Ende der Welt wieder.
Haben wir alles gesehen bald? Es ist sowieso die Frage, wie viel Inhalt wird uns jetzt Green Hell noch liefern? Was es halt neben dem normalen Spiel, was wir gerade machen, neben dem Survival-Game quasi, gibt es... wir sind nicht an der Höhle. Ist noch so eine Herausforderungsmodus. Ich weiß noch nicht genau, was der ist, aber da gibt es, glaube ich, irgendwelche Ziele, irgendwas, was man bauen muss. Irgendwas, was man errichten muss. Also so ein bisschen so ein Challenge-Mode. Sicherlich auch ganz spaßig. Sowas könnten wir uns noch angucken. Falls hier dieser Game-Modus jetzt so langsam sich dem Ende neigt und wir dann die Welt entdeckt haben. Aber ich glaube, so ein bisschen was wird noch sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles war. So. Das ist gekocht. Wir speichern nochmal da unten hin. Huch, ja, ja, ist ja gut. Mit dieser Aggression, aber das ist halt so im, nach einer Weile im Dschungel. Haben wir schon 14.40 Uhr. Also weit kommen wir nicht mehr. Lass uns mal jetzt nochmal Richtung, Richtung Süden weiter aufbrechen. Das ist ja... Süden ist nicht so. Mal gucken. Gehen wir da oben? Ne, da kommt's mal, kommen wir auch nicht hoch. Ja, nicht so einfach mit Lauf mal nach Süden. Da unten ist nochmal eine Höhle, wa? Da so. Da meinte ich gerade irgendwas gesehen zu haben. Bin dafür wahrscheinlich jetzt gerade an 5 Bananenstauden vorbeigelaufen. Da stand auch häufig so in den Kommentaren, ne? Da wieder was übersehen. Aber das ist halt so, da siehst du dann da hinten irgendwas oder was weiß ich, suchst nach was ganz anderem. Und dann läuft man natürlich an Bananen vorbei. Oder tappt in eine Schlange rein. Naja, komm. Eigentlich Zeit, die wir nicht haben gerade. Okay. Huch. Nee. Das erinnert mich so ein bisschen an unseren Tutorialpunkt, wo ich hochklettern sollte und dann, ne, bei der Story, beim Story-Mode, wo wir da runter geplumpst sind. Das muss ich jetzt nicht wiederholen. Das habe ich gelernt. Wird echt schon wieder dunkel. Das ist auch sowas Fieses im Dschungel, dass die Sonne so schnell weg ist. Die muss nicht mal mehr untergehen dafür, dass es stockdunkel wird. Ich kann dich gerade nicht gebrauchen. Ich sehe dich da drüben. Sing schön weiter. Dies, Bruder. Oh Gott, das sind zwei. Oh, er hat gerade von Dodos geredet. Habt ihr gehört? Ajojojo. Ja, ja. Wisst ihr, wann ich kotzen würde? Boah, wenn das da vorne ein Krokodil gewesen wäre. Wisst ihr, wann ich kotzen würde? Wenn wir jetzt irgendwo ankommen und da liegt ein Flugzeug, hinten so ein Flugzeugheck und eine komische Höhle, wo ein Typ lauter Kokosnüsse ausgebreitet hat. Dann würde ich kotzen. Ich warte eigentlich nur drauf, dass wir an so einen Punkt kommen. Warte mal. 48, 28. Wir sind nicht so weit weg von unserem Startpunkt. Wir sind nicht so weit weg von unserem Startpunkt. Die Frage ist, wo wir eigentlich sind und wie ich da runterkomme beispielsweise. Sieht ja schön aus von hier. Wir sollten hier einen kleinen Nistplatz aufstellen. Und noch viel mehr sollte ich eigentlich zu... Also ich möchte eigentlich ungern nochmal in meiner, wenn ich da auch so näher drüber nachdenke, möchte ich ungern in meiner Wurmhöhle da nochmal nächtigen. Das einzige Problem, was ich hier gerade habe, ist, dass ich keine Äste finde. Ne? Diese langen Stöcke. Ah, die Bäume können wir umhauen.
Da findet man lange Äste. Ja, komm. Wir bauen da oben. Das wird schlagartig dunkel jetzt, ne? Wir bauen hier oben N. Schnell, 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 schnell. Hüttenunterstand. Dahin. Einmal umgedreht. Zack. Ich sehe mich hier schon im Dunkeln runterfallen. So, jetzt brauchen wir dreimal langer Stock. Die Prozedur kennen wir. Blätter haben wir hier mehr als genug. Langer Stock ist ein bisschen schwierig. Essen haben wir hier auch genug. So, komm mal um. Ich hoffe, die Singer-Songwriter werden jetzt nicht durch den Lärm aufmerksam. Huch, wo ist er hingefallen? Da. Langer. Noch ein langer. Okay. Schnell, 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 schnell. Ich muss jetzt echt mal sprinten. So, schnell, 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 schnell wieder zurück. Steh nicht so rum. Die bringen Energie, darum nehmen sie mit. Wo haben wir ihn umgehauen? Da. Bestimmt noch ein weiterer. Ja. Morgen sammeln wir die Stöcke auf. Morgen braten wir auch die Schlange durch. Muss nicht mehr heute sein. Braten wir die Schlange durch. Ich hab Egel. Das ist natürlich perfekt. Okay, pass auf. Zack, zack her. Noch ist hell. Genug zumindest. Einmal, zweimal und dreimal. Jo, Seile, Seile. Jetzt brauchen wir ein bisschen Palmenblätter. Schön am Wasserfall schlafen. Das ist auch sehr beruhigend. Komm, nimm. Gehen bis zu 6 Palmenblätter. Ich weiß das. So. Gleich, wenn die Sonne weg ist, diese Phase zwischen Sonne weg und Mond da, die ist die dunkle. Das ist das Fiese an der ganzen Sache. Jetzt brauchen wir noch 2 Stück, glaube ich. Hä? Immer? Ah, mehr als genug. So. Gut, okay. Das wäre gesichert. Dann schauen wir mal, was wir jetzt zu essen brauchen. Wasser vor allen Dingen. Okay, Wassereimer können wir ja mal wieder hier rausfallen lassen. Wir können... Das bringt uns jetzt nicht um. Wir werden jetzt nicht die Nacht sterben. Wir lassen den Wassereimer hier mal fallen. In der Hoffnung... der hängt zu schräg. Weiß ich nicht, ob das dann funktioniert. Kann ich den... Warte mal, ich versuche ihn hier nochmal fallen zu lassen. Ja, und so steht er gut. In der Hoffnung, dass es heute Nacht nochmal regnet. Dann haben wir morgen früh ein bisschen was zu süffeln. Ansonsten müssen wir uns so eine Flasche Orangensaft reinpfeifen. Klapperschlangenfleisch hält noch. Hikari-Fleisch hält noch. Wir hauen uns... Warte mal, das hält auch alles noch. Das essen wir alles schön morgen. Dann haben wir morgen richtig schönes Frühstück. Uhrzeit? 19 Uhr. Passt. Bis wir dann gefrühstückt haben, ist dann auch wieder Zeit zum Aufbrechen. Bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, wir bekommen keinen Besuch von Anton. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Kommentieren. Vielen Dank fürs Daumen drücken, dass wir hier durchkommen. Noch funktioniert's. Ich bin gespannt, wie lange noch. Und was wir noch entdecken werden. Könnt ihr ja mal schreiben, auch wenn ihr schon ein bisschen, guck mal. Oh, na toll, ich dachte, da wäre jetzt was zu trinken drin. Egal. Könnt ihr mal schreiben, auch wenn ihr schon ein bisschen vorausgezockt habt. Gibt es noch viel zu entdecken? Habe ich noch einiges nicht gesehen, was es wirklich richtig lohnt? Dann machen wir hier natürlich noch lange weiter. Bitte schreibt nicht, wo und was ich noch nicht gesehen habe, sondern schreibt nur, da ist noch vieles, da ist noch was richtig Cooles. Oder, naja, das war es jetzt so langsam. Also,
Bis zum nächsten Mal. Unser Wassertopf füllt sich, das ist sehr gut. Dann sammeln wir noch die Stöckchen oben ein und dann geht's weiter in irgendwie die Richtung. Da hinten lang geht's ja leider nicht runter, scheint's. Also, bis dann, tschüss!